Hallo und herzlich willkommen zu meinadventskalender.de. Heute werde ich euch den Leuchttage-Adventskalender, ein Begleiter durch den Advent, vom 1. Dezember bis zum 6. Januar vorstellen. Und das Ganze sieht so auch noch einmal von hinten aus. Hier hat man so eine Übersicht, was hier alles drin vorhanden sind. So sieht es aus. Der Adventskalender kostet 18 Euro. Und wenn man den aufklappt, ist das hier erstmal so ein Deckblatt, also willkommen in den Leuchttagen des Jahres. Hier gibt es dann nochmal so ein paar Erklärungen dazu. Und ich zeige euch einfach mal, wie hier die erste Seite aussieht. Man sieht schon hier oben vielleicht nochmal, das kann man aufhängen. Genau, und dann gibt es hier erstmal so ein Zitat. Das ist dann der erste Advent, der 1.12. Also ganz passend. Kann man vielleicht auch mit seinen Liebsten bei einem kleinen Weihnachtskränzchen sozusagen vortragen. Und dann kommt man schon zum 2.12. Hier steht Willkommen und dann gibt es hier immer so kleine Anweisungen, also zum Beispiel hier steht als erstes Karte ausschneiden, dann Karte in der Mitte falzen oder auseinanderreißen, kann man das auch machen, hier durchschneiden. Genau, und hier steht, ich darf mir Zeit nehmen, und da hat man hier so eine kleine Illustration mit so Tauben, das finde ich auch ganz witzig, die da ganz entspannt auf so einem Zaun sind. Und so sammeln sich halt, wie ihr vielleicht gleich auch merken werdet, immer so nacheinander Sachen an, die einem so ein bisschen Freude machen, die man irgendwie aufhängen kann, wo man sich immer mal wieder daran erinnern kann, ja, ich darf mir Zeit nehmen, ich darf mich in der Weihnachtszeit entspannen und auch mal zurücklegen und einen Kakao trinken. Genau, dann gibt es hier zum Beispiel ein DIY, das ist am 3.12. und so geht es dann weiter. Hier ist so ein ganz witziger Text dann irgendwie, mit ein bisschen Ironie auch geschrieben. Und dann hat man hier am nächsten Tag, also am 3.12., einen Tag später dann den Briefbeschwerer, ein DIY. Dann stehen hier einmal die Materialien, was brauchen wir alles und wie wird das Ganze dann gemacht. Und da hat man sozusagen, in der Weihnachtszeit bastelt man dann jeden Tag ein bisschen was oder alle paar Tage und hat dann am Ende vielleicht ein paar Geschenke, zum Beispiel wie den Briefbeschwerer, wie was man einfach seinen Liebsten schenken kann. Und da muss man auch nicht mehr noch am 24. loslaufen und noch panisch Geschenke kaufen, weil man ja schon was vorbereitet hat. Genau, und dann steht hier zum Beispiel, viel zu selten nehmen wir uns Zeit zum Malen. Und dann gibt es hier halt einfach so schwarz-weiß. Und dann kann man sich aber den Tag hinsetzen und das mal ausmalen, irgendwie ein bisschen Achtsamkeit, ein bisschen, ja, sich mal entspannen und mal die Buntstifte wieder schwingen und hier diese Tauben auszumalen. Dann gibt es hier am 5.12. zum Beispiel mal ein Rezept für Pflaumenpies. Genau, oder hier zum Beispiel am Nikolastag, den 6.12. Apfelschalentiere. Wie man vielleicht sieht, vielleicht ist es auch ein Adventskalender gerade für Familien sehr geeignet, weil irgendwie für alle so ein bisschen was dabei ist, für groß und klein. Man kann zusammen was backen. Man kann hier diese Apfelschalentiere zum Beispiel basteln. Das ist, glaube ich, irgendwie was ganz Nettes. Genau, oder zum Beispiel ein selbstgemachter Lipgloss ist dann hier. Dann steht hier wieder eine Anleitung drin, wie man das Ganze machen soll. Genau, wir können vielleicht mal ein bisschen vorblättern. Hier ist nochmal ein Zitat, was hier hinten noch so drin ist. Hier ist nochmal ein Zitat, am 10.12. Genau, ein Watercolor-Teller zum Beispiel, am 13.12. Das ist hier dann alles nochmal erklärt und da hat man, wie gesagt, wieder ein weiteres Weihnachtsgeschenk, was man dann am 24. oder 25. verschenken kann. Hier hat man nochmal eine Fotografie, das ist heilig, genau. Und ja, das kann man auch super ausschneiden, sich einfach einrahmen oder irgendwo hinhängen, wie gesagt, an seine Pinnwand und ein bisschen Inspiration sammeln dadurch. Genau, hier zum Beispiel Upcycling, Sterne falten leicht gemacht, hier, ne, so aus alten, ja, was sind das, Etikette oder andere Papierstücke, genau, kann man das ein bisschen zusammenfalten und befasst sich vielleicht auch nochmal mit wichtigen Themen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit in der Weihnachtszeit. Oder hier haben wir nochmal so einen Backtag hier, genau. Und das Schöne ist, dass das Ganze auch ein bisschen weitergeht, also hier haben wir jetzt einmal auch noch Neujahr, genau. Hier kann man dann zum Beispiel reinschreiben, darf ich meine Wünsche und Träume für das neue Jahr festhalten? Und genau, kann hier so ein paar Stichpunkte einfach mal machen und sich nochmal Gedanken machen, was möchte ich erreichen, was wünsche ich mir überhaupt so für das neue Jahr. Und da merkt man nochmal, dass dieser Adventskalender sehr auf Achtsamkeit ausgelegt ist, dass man sich einfach mal mit sich selber befasst, mit seinen Liebsten und mit seinen Wünschen und Zielen und einfach mal hinterfragt, ja, was möchte ich denn eigentlich? Und das finde ich ganz nett. Und ich zeige euch nochmal das Deckblatt, so sieht der Ganze von vorne aus. Und ich glaube, gerade für Familien oder für Personen, die sich einfach ja, mit sich selber beschäftigen wollen und achtsam durch die Adventszeit gehen wollen und einfach die Zeit gemeinsam mit den Liebsten genießen wollen, ist das ein super Kalender, für die ganze Familie wirklich super geeignet, aber auch im Büro bestimmt
für einige Lacher, kann man damit sorgen, irgendwie was gemeinsam auch zu erleben. Genau, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Adventskalender und hoffen, ihr habt eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit.